einfach sein? Du machst Witze, das sieht uralt aus. Das oder nichts. Siehst du ihn? Ja, er kommt. Los. Rachel, halt dich an was fest! Ich sehe nichts. Zu dunkel. Komm schon. Fuck! Verdammt, Rachel, halt endlich still! Tut mir so leid, Rachel. Tut mir so leid. Colonel, Moment! Nein, 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 nein! Rachel! In welchen Albtraum sind diese glücklosen Seelen gestürzt? Arme Rachel, verloren in der Dunkelheit. Was ist mit Jason und Nick? Waffenbrüder, aber stehen sie sich so nah, wie sie vermuten lassen? Oder kämpft hier doch nur jeder für sich selbst? Vergessen wir bitte nicht, dass sie Corporal Mervyn dem Dunkel überließen. Und die Nacht ist noch jung. Das führt uns zu Salim. Er wirkt besonnen. Fast schon ein widerwilliger Soldat. Oder? Ein unerfreuliches Schicksal erwartet nun die Überlebenden. Unter der Erde gefangen, vom Abgrund verschluckt. Eins nach dem anderen werden ihre Lichter ausgelöscht. Außer sie finden einen Weg, sie zu beschützen. Es steht mir eigentlich nicht zu, mich in Angelegenheiten anderer einzumischen, aber sie erregen mein Interesse. Ich hätte da einen Ratschlag für Sie, wenn Sie mir versprechen, dieses Gespräch
für sich zu behalten. Eine kluge Entscheidung, wenn man alles in Betracht zieht. Vor langer Zeit traf ich einen blinden Dichter, der diese weisen Worte an mich richtete. Lang ist der Pfad und beschwerlich, der aus der Dunkelheit hinausführt ans Licht. Das wäre alles fürs Erste. Wo ist Rachel? Wo ist sie? Rachel! Was ist mit Rachel? Der Feind hat uns aufgelauert. Er hat auf uns geschossen und... Rachel... Sie ist gefallen. Ich hielt sie, solange ich konnte. Rachel! Wir müssen weg. Wir sind ein leichtes Ziel. Rückzug antreten. Schnell! Da drüben. Gehen wir! Unmöglich. Langsam. Er könnte noch hier sein. Ehrlich, Körne, die Iraker sind unser kleinstes Problem. Sie folgen uns nicht. Hier spricht Mailman 21 Actual an alle. Hört ihr mich? Over. Joey, melde dich. Over. Joey ist tot. Wovon redest du, verdammt? Die Iraker haben ihn erwischt. Er starb in meinen Armen. Oh nein, nicht Joey. Wie zur Hölle kommen wir hier raus? Wir müssen uns hier einbunkern, eine Verteidigungslinie errichten und uns etwas Platz zum Atmen schaffen. Lieutenant, was meinten Sie damit, dass die Iraker unser kleinstes Problem sind? Glauben Sie an Gott? Absolut nicht. Sollten Sie aber. Wir werden angegriffen von... Ich weiß nicht was. Sie würden es mir ja doch nicht glauben. Ich war dort und glaub's auch nicht. Monster. Monster. Kommen Sie. Sie sehen Gespenster. Sir, bei allem Respekt... Lieutenant, wir stecken mit einem Iraker fest. Vielleicht mehreren. Was Sie gesehen haben wollen, das ist Mist. Die Statuen. Nick! Speicher's ab und reiß dich zusammen, verdammt! Was ist das hier? Jedenfalls nicht das Depot. Die Mission ist ein Flop. Das krieg ich hin. Der Satellit. Ich verbessere mit den Daten mal den Algorithmus. Das sind nur Kinderkrankheiten. Ihr Drecksatellit! Männer sind tot! Clarice ist weg, ihre Frau ist tot, Eric! Diese Mission ist Selbstmord. Hey, das Kommando hab immer noch ich. Vergessen Sie Ihren Rang nicht, Lieutenant. Ich bring uns hier raus. Das ist allein Ihre Schuld. Retten Sie uns den Arsch. Was war das gerade? Dachte ich's mir. Sie bewachen den Eingang. Wir sehen uns das an. Das soll also Saddams Chemiewaffendepot sein.
kauft um euer Leben. Wir sind verloren. So viel zu Erics protegiertem thermischen Satellitensystem. Eric muss uns ein paar schwierige Fragen beantworten. In seiner Haut will ich nicht stecken. Da ist der Generator. Sehen wir mal nach. Könnte Hilfe gebrauchen. Schon dabei. Jemand hatte wohl ein großes Problem mit dem Ding. Sabotage? Scheint so. Halt Ausschau. Ah, shit! Schluss mit dem Quatsch, beeil dich! Sieht das hier etwa noch krass aus? Gute Arbeit, Sergeant. Augen auf. Dropkick hier, Mailman, 2-1 Actual. Wir gehen weiter rein. Over. Verstanden. Vorsichtig da unten. Dropkick out. Verzweigung. Wo führen die Kabel hin? Hier lang. Fuck. Sei vorsichtig. Stolperdraht. Geräumt. Sieht einfach aus. Gegenexplosion? Nee. Ich muss nur den Draht kappen. Wohl der, der auf Eric geschossen hat. Der Mistkerl verfolgt uns. Dropkick, hier Mailman 2-1 Actual. Hören Sie mich, over. Hier Dropkick. Wie läuft das Callcheck? Ihr Freund hat eine USB-V dagelassen. Uns geht's gut, aber halten Sie die Augen offen, falls da noch mehr Liebesbriefe sind. Over. Verstanden. Bin unterwegs, Dropkick out. Er ist unterwegs. Musstest du ihm vom Stolperdraht erzählen? Oktober 1946. Crow war der Erste im Grab. Eine Ehre, die er mit Bessie, seinem verdammten Maschinengewehr, teilte. Die Waffe war ganz schön widerspenstig, aber sie schien die Fellahin beim Graben zu beruhigen. Der Ort wurde seit Jahrhunderten nicht betreten. Er ist nicht die letzte Ruhestätte von Alexander dem Großen, sondern vielmehr ein Tempel eines noch älteren Gottkönigs, nämlich des akkadischen Despoten Naram-Sin. Wir haben uns zwar geirrt, aber Lady Bradshaw bezeichnet das Grab trotzdem als ein Jahrhundertfund. Eine Entdeckung, mit der wir in die Annalen der Geschichte eingehen werden. Wenn ich mir diese ehrfurchtgebietenden Hallen so ansehe, bezweifle ich das nicht im Geringsten.
Was denkst du? Forscher? Ja, ich denke schon. Für immer nur noch Staub fressen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Er könnte uns unten auflauern. Shh. Leise. Ist das Joey? Er lebt noch. Kann nicht sein. Wir hören ihn doch. Unmöglich. Das ist er, definitiv. Diese verdammte Höhle, Jason. Ich sag's dir, ich hab ihn sterben sehen. Nimm's mir nicht übel, aber du bist nicht du selbst. Wir wissen es nicht. Vielleicht auch nicht. Wir lassen keinen zurück. Semper Fi. Semper Fi. Hey, erzähl mir mal jemand, was hier abgeht. Wir hörten Joey im Tunnel. Wir glauben, es war Joey. Er war es bestimmt. Wir werden ihn retten. Denken Sie daran, dass ich hier entscheide. Ich gehe vor. Nein, ich gehe vor. Bestimmt nicht ohne mich. Oh Mann. لازم اقول له لا. تخاني لوحدك مش هتخاني معاك لازم يكون في طريقة تانية من هنا لازم يكون في طريقة تانية
Again. لازم يكون للشمس، بس في حاجة ضايعة منه. Hörst du Joy noch? Hier ist Mailman 21 Actual. Joey, hörst du mich? Bitte komm, over. Waffen prüfen. Nichts. Ist Joyce. Er steht schlecht um ihn. Wir müssen uns beeilen. Bei Lance Corporal Gomez, oder? Was ist denn mit ihm passiert? Nicht.
Nicht so laut, Colonel! Die Biester sind hier. Hey, Schluss, Marine. Diese Höhle macht sie paranoid. Hier ist nichts außer den Irakern. Sie werden schon sehen, Colonel. Sie finden es schon raus. Halten Sie mich für dämlich? Sie hacken auf mir rum, seit ich in Campslayer ankam. Das ist Schwachsinn. Wissen Sie, für jemanden, der seine Frau verloren hat, benehmen Sie sich wie ein echter Arsch. Wow, 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 weg mit der Waffe! Sagen Sie das nochmal! Schon gut, ganz ruhig, Mann. Stand mir nicht zu. Bist du auf Drogen, verdammt? Sie wissen nichts über mich und Rachel. Corporal Gomez, hier Dropkick. Hören Sie mich, over. Hier stimmt was nicht. Wie tief ist das Scheißloch? Solche Risse habe ich im Tempel gesehen. Die sind wohl durch das Beben entstanden. Los, gehen wir weiter. Ich muss Ihnen nicht Ihren Job. Ist das Blut? Hier unten ging es echt richtig übel zur Sache. Wir kennen nun den Gegner. Augen auf, wachsam sein. Dezember 1946. Unsere Funde sind so spektakulär, dass ich nicht widerstehen konnte und den Champagner geöffnet habe. Als ich das Zelt betrat, um Mary ein Glas einzuschenken, merkte ich, dass etwas nicht stimmte. Sie hatte Bradshaws Kiste mit Dynamit gefunden. Ich versuchte, sie zu beruhigen, aber sie schäumte vor Wut und dozierte über das Risiko beim Einsatz von Sprengstoff an einer Ausgrabungsstätte. Sie hat natürlich recht und ich fühle mich schrecklich, weil ich ihr die Sache verheimlicht habe. In dem Moment kam Crow, um das Dynamit abzuholen. Als sie Mary befahl, es nicht anzufassen, sah er ihr fest in die Augen und verkündete, dass sie unten etwas entdeckt hätten. Was zur Hölle haben Sie da gefunden? Er ist nah. Das ist so abgefuckt. Still jetzt. Wir laufen in eine Falle. Braucht Deckung. Kommen Sie. Wir sollten nicht hier sein. Vielleicht ist er nicht allein. Der perfekte Ort für einen Hinterhalt. Bleiben wir zusammen.
Nein, schneller! Joey braucht uns jetzt, beeilen wir uns! Joey, bist du das? Er hat recht. Langsam weitergehen. Mailman 3 an Mailman 2-1 Actual. Komm, Lieutenant, over. Hier Mailman 3 an Mailman 2-1 Actual. Komm, Lieutenant, over. Mailman 3 an Dropkick. Colonel, sind Sie da? Over. Oh nein. Ein Dämon. Wir stehen das durch, aber nur zusammen. Sie reagieren wie Fledermäuse. Sie hören dich. Sie jagen dich. Ich kenne ihre Schwäche. Sonnenlicht verbrennt sie. Wie alle Lebewesen können sie getötet werden. Ein Pflock ins Herz. Die Kugeln verlangsamen sie nur. Selbst ein Truck, der auf sie fällt, macht sie nur sauer. Wir schaffen das zusammen, okay? Wir können ihn töten. Du gehst über die Flanke ran und machst ihn aufmerksam. Ich mach den Rest. Bin bereit. Dann mal los. Thank you.
schon Schlimmes gesehen. Aber das tappt alles. Was zum Teufel ist hier unten? Die Biester sind überall. Noch nie habe ich etwas so Bösartiges gesehen. Was sind das wohl für Dinge? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Hab sie nicht gefragt. Was denkst du? Glaubst du an Dämonen? Früher hätte ich dich für die Frage ausgelacht. Aber jetzt? Die alten Sumerer glaubten, dass die Seelen der Toten in das Haus des Staubs gehen, wo sie von nichts als Staub leben, gequält von den Dämonen der Unterwelt. Kann ich mir nicht mehr ansatzweise vorstellen. Wie du habe ich daran nie geglaubt. Aber sieh dich um. Schau, wo wir sind, was wir gesehen haben. Gefangen im sumerischen Tempel. In dieser Hölle solltest du meinen Namen kennen. Nikkei, Sergeant. Salim Utban, Lieutenant. Iraker Armee. Shukran, Yahuya. Hier ist Mailman 21 Actual an Mailman 3. Hörst du mich? Over. Klar und deutlich, LT. Sehe dein Licht. Geh weiter. Ich bin gleich da. Over. Ich komme zu dir. Deine Freunde machen besser nichts Dummes. Hör mal, du musst mir vertrauen. Sie tun dir nichts. Waffe runter, sofort! Richte nicht deine Waffe auf mich! Schon gut, jetzt alle mal tief durchatmen! Er ist nicht der Feind! Ich will euch nichts tun! Du machst einen schweren Fehler, Soldat! Weg mit der Waffe, sofort! Nein, erst ihr, dann ich! Waffe runter oder wir schießen! Ich sagte sofort runter mit der Waffe! Ich lass mich doch nicht von einem schießwütigen Ami abknallen! Okay, das reicht. Kämpfen hat keinen Sinn. Nicht mehr. Ich sollte dich ganz einfach abknallen. Das ändert aber nichts. Ich bin schon in der Hölle. Reiz mich nicht. Wir gehen zurück zum Tempel. Fessel ihn. Stellt er was an? Leg ihn um. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Vielen Dank. Mein Gott. Sie hatten recht. Shit, was ist das? Geht dir der Arsch auf Grund, heißt was? Hey, habt ihr das gemeinsam gemacht? Wir haben es gemeinsam besiegt. Nicht jetzt. Dieser Plan ist dämlich. Was immer Joey passiert ist, er ist weg. Und da treiben sich wer weiß wie viele von den Dingern rum. Wir gehen zurück zum Tempel und organisieren uns. Das ist der beste Plan des ganzen Tages. Oh.